Ich habe mein Mikrofon nicht angemacht nach der Pause. Ja, dann habt ihr jetzt halt stummes Gameplay. Es tut mir ein bisschen leid. Wenn ich dran denke, mache ich das auf YouTube in Fast. Also, dass ihr auf YouTube dann sozusagen den letzten Tag dann halt in schnell seht. Das ist ein bisschen doof gelaufen jetzt. Vergessen habe, das Mikro anzumachen. Warum habe ich vergessen, das Mikro anzumachen? Mein Gott. Du willst mich verarschen, Valerie. So, dann machen wir nämlich hier eben fertig. Weil der Laden ist ja soweit eigentlich fertig, aber er bekommt noch Handys gesponsert von mir. Thanks. Denn erst dann ist er ganz fertig. Kannst du bitte da einfach nicht durchgehen? Mein Gott, was ist denn mit euch falsch? Ey, ihr geht doch extra immer genau dadurch, was ich umplatzieren möchte. Das machen die doch extra. Ja, es triggert mich minimals. Elektronik, Handys, Telefone. Vier. Ich wollte gerade sagen, muss ich nicht 5 kaufen, aber wenn ich für den 5. einfach auch keinen Platz mache, kann ich natürlich auch insbesondere keinen 5. kaufen, ne? Telefone, zack. So, und jetzt machen wir direkt, ich bestelle das direkt, dann mache ich die Farben anders und dann ist der Laden nämlich auch fertig. Telefone. 10 Stück kommen noch. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. Neun, Okay, have a minute. zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, damit müssten die bestellt sein. Ich möchte auch gleich die Lieferung anfordern. Damit ist der Laden jetzt auch wirklich so ein Schauladen, wo ich jetzt nur noch gucken muss, wie er funktioniert praktisch. Das ist schon mal gut. Dann haben wir nämlich den nächsten Laden hier komplett fertig. Darum geht es ja schließlich, ne? So. Packen wir eben die Artikel aus. Und dann machen wir gleich noch ich weiß gar nicht, was wir gleich noch machen, ey. Weil eigentlich muss ich noch. Jetzt schaffen wir nicht mehr. Ein bisschen doof. Aber wir kriegen das auch schon hin. Hey, have a minute. Komm, noch ein bisschen das auspacken hier. Sehr schön. Auf Normalgeschwindigkeit machen bitte. Danke. Also ne, Tablets habe ich alle platziert schon. Ich muss nur noch die Handys platzieren jetzt hier. Die letzten Artikel kommen in den Laden. Telefone. Ist auch egal, welche wo sind eigentlich. Eigentlich ist es egal. Handys, Telefone, den hier noch und den hier noch. So, ich bin sehr, sehr happy mit dem Laden. Excuse me. Und wir müssen auch nicht mehr so viel machen jetzt, Tatsache. Hey, have a minute. Denn der Elegantia-Laden. Hey, a little help. Naja, ist egal, dann gab ich jetzt halt ein Handy zu viel rum, ist egal. Denn es müsste rein theoretisch jetzt einen Laden geben. Hey, a little help. So dass es einfach passt. Das müsste jetzt eigentlich klappen. So, bitteschön. Der Laden ist jetzt auch fertig. Mehr Geld werde ich für den Laden nicht mehr ausgeben müssen. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Ey! Ich kann mir in dem Laden hier kein Minus erlauben. Ihr könnt bitte ein bisschen arbeiten hier. Dankeschön. Für den Einkauf. Auch hier sind es auch schon 50.000. Was macht denn dieser Laden auch? Was ist denn los mit den Läden?
Warum gehen denn diese Läden so ab? Aber ich meine, ich möchte nicht meckern, ne? Guter Umsatz für mich. Jetzt muss ich nur noch hinbekommen, dass ich noch irgendwie 12 Tablets in den einen bekomme. Dann haben wir den nämlich auch vollständig. Das kann ich mir mal eben aufschreiben, was noch alles fehlt, damit ich endlich die nächste Läden aufmachen kann. Also es fehlen noch 12 Tablets. Für den großen, also für den neuesten Aatrox. Dann fehlt noch der neueste Elegantia. Aber der wird schnell gehen, weil der viel billiger ist als der Aatrox-Laden. Also wir haben jetzt sozusagen mit dem kostspieligen angefangen und der ganze Rest ist fertig. Sehe ich gerade. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut, wenn der Rest fertig ist. Dann ist das auf jeden Fall super erfolgreich hier gewesen, was ich hier mache. Und darauf kommt es ja auch ein bisschen an, ne? Dass das Erfolg hat, was ich hier tue. Und ich finde es richtig gut, was ich hier tue. Denn ich habe richtig guten Umsatz jetzt hier. Und die Läden laufen. Ach, wie schön. Ich bin happy. Leute, ich bin. Das ist echt richtig gut. Meine Konzepte funktionieren. Thank you. Ich gebe zu, so ganz kann ich es noch nicht glauben, wie gut das funktioniert, Tatsache alles, aber. Was ist denn los, ey? Das ist richtig krass. Also jetzt haben wir 44.000 im Hauptquartier, das weiß ich auch. Mal gucken, wie viel wir gleich haben nach diesem Tag. Weil vielleicht stelle ich dann schon Mitarbeiter einfach ein. Warum denn nicht? Wenn das jetzt gut war und wir mehr als 44.000 haben, also viel mehr als 44.000, kann ich das ruhig machen eigentlich, ne? Nur 3 E-Mails. Thorsten möchte mehr Geld. Thorsten bekommt mehr Geld. Überleg mal, 31.000. Thorsten, wo bist du? Thorsten, wo bist du? Da bist du. Du bekommst, natürlich bekommst du mehr Geld. So viel Geld. Wie sieht die Arbeitslage hier in diesem Laden aus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, das passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das passt auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das passt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das passt. Mein Gott. Das sieht auch gut aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das passt. Hier fehlen noch welche. Also Kassierer kann ich noch gebrauchen. Die sind auch voll. Und Werbetreibende. Ich brauche nur noch Kassierer und Werbetreibende. Werbetreibende, Doktor im Marketing, das klingt doch vielversprechend eigentlich, oder? Dafür kannst du andere Sachen aber auch echt viel besser eigentlich, ne? Also wenn ich das Grüne nicht mehr sehe, dann wird es irgendwie kritisch, dich einzustellen, aber ich probiere es trotzdem. Marketing für sie. Also einmal Marketing habe ich schon mal. Ich brauche Leute für die Kasse, Leute. Genau so jemand wie dich. Und was kannst du? Marketing oder Kasse? Ich muss leider auch inzwischen leider wählerisch sein. Ja, da kommen wir doch auf einen Zweig hier, oder? Das ist doch supi. So, Marketing machst du dann am Dienstagabend. Da kannst du dann da Pause machen. Ich glaube, ich brauche nur noch einen einzigen Mitarbeiter in diesem Laden. Kann das sein? Und zwar einen Werbetreibenden.
Weil der ist jetzt voll, ein Werbetreibender fehlt noch. Und hier kommen jetzt noch zwei Kassierer zu. Die dritte Schicht. Das heißt, ich finde noch ein einziger Werbetreibender. Dann ist dieser Laden endlich auch fertig. Bis 11. Das ist so gut. Also vom Personal her fertig, meine ich jetzt. Von den Artikeln her hat er den Haken ja schon bekommen sogar. War doch der Tag, der fehlt, ne? Der Mittwoch ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das passt. Gut, dann musst jetzt du von starten um 12. Und du arbeitest dann bis 20 Uhr. Dann hast du Pause um 16 Uhr. Und du machst den ganzen Tag auch an der Kasse. So richtig entspannt hier. Hast die 3-Tage-Woche auch verdient. Habe ich fertig. Wie sieht das mit Werbung aus für den Laden? Läuft noch. Ich habe Minus gemacht. Das gefällt mir natürlich nicht so gut. Aber der macht jetzt ordentlich Kohle auf jeden Fall jeden Tag wieder. So, ich kümmere mich jetzt erstmal, ich muss mich um die Läden kümmern, in denen ich nur noch Deko bin. Minus 6. Das heißt, als nächstes kümmere ich mich um diesen Laden hier. Weiter geht's. Wollen wir mal unsere Läden wieder auf Kurs bringen? Weil hier muss es ja nur noch sein. Das ist ja jetzt so ein Laden, in dem ich wirklich komplett nur noch Deko bin. Weil hier ist alles fertig, die Artikel sind alle da. Ich muss nur einen Tag jetzt hier sozusagen da sein, damit das wieder funktioniert. Und dann muss ich hoffen, dass jetzt meine Konzepte einfach greifen, ne? 38.000 ist ein bisschen wenig jetzt gewesen fürs Hauptquartier leider. Da muss ich ganz dringend gucken, dass wir den Gewinn auch wieder erhöhen irgendwie. Fehlen zwar noch 12 Tablets und der elegante Laden, aber wir müssen jetzt erstmal hier in diesen Läden wieder sein, damit die auch wieder Gewinn machen. BB Wadi! Ja, das kann doch ein bisschen schneller gehen jetzt hier, ja, der Tag. Ich bin ja Deko. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also dieser Laden ist ja fertig. Bin jetzt nur noch in zwei Läden keine Deko und der eine Laden, da fehlen nur noch 12 Tablets. Nicht? Oh, schade. Warum nicht? Ich habe einen zweiten Kassierer im Laden hier, ne? Wo ist der? Der darf ruhig auch arbeiten, ne? Der Lydia wird auch irgendwann Pause machen. Krass, wie gut der Laden läuft. Ich bin richtig stolz auf den Laden. Hey,
Also für so einen kleinen Laden, wie der das ist, schon 4000 zu haben, finde ich, ist gut. Also definitiv. Thank you. Da haben andere Läden deutlich mehr Probleme. Also gehabt lange Zeit, jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich hier nur noch immer da sein. Das ist das allerbeste Gefühl, einfach nur noch in diese Läden reingehen zu müssen und zu wissen, okay, ich kann ein bisschen was auffüllen nebenbei. Hey, can you help Warum hängt me? da zweimal die gleiche Hose nebeneinander? Hey, can you help me? Es gibt zu, ich bin ein bisschen neugierig, ob ich noch eine Hose im Lager habe, die nicht hängt. Hey, have a minute. Weil eigentlich ist es mir egal, um ehrlich zu sein, wenn da halt jetzt. Aber wenn ich eine Hose zu viel bestellt habe, was ich ja gerne tue, 32,50 ist exakt die gleiche Hose. Dann hauen wir da jetzt einfach die Hose hin, die ich zu viel bestellt habe. Dann habe ich nämlich auch keine Hose mehr zu viel bestellt. Ist eine coole Taktik, ne? Jetzt machen wir hier noch die. Komm, ich mach das einmal leer. Das hier einmal abräumen. Und wieder hinhängen. Achso, oh, jetzt habe ich. Das war so eine blaue Hose von La Fashionale. Ich weiß nicht, welche das war. Welche Hose war das? Das kann doch nicht wahr sein. War das die? Nee. Hä, welche Hose waren das? Irgendeine Hose, von denen ich jetzt mehr auf Lager haben müsste und die nicht hängt. Hä? Als wenn die Hose jetzt verpufft ist. Ich wollte gerade sagen, die ist sie nicht. Das war die sich hier. Das war Casual Clothes. Kann das sein? Dass sie das war?